So, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal wieder bei mir im Zimmer und heute möchte ich euch mal was zeigen. Ich hatte ja in einer der letzten zwei, drei Folgen gesagt, ich möchte euch mal was zeigen, was mir gehört, womit ich mittlerweile jetzt aufnehme und sowas. Und das Herzstück natürlich davon, was immer gebraucht wird, ist ja der Rechner, ne? Und ich hatte ja zu Weihnachten mir eine neue Grafikkarte gekauft und die eingebaut und deswegen laufen jetzt einige Spiele noch besser als vorher und ja, da liegen Mütze und Schal und Jacke. Also nur so nebenbei für die Leute, die es wissen wollen. Und ich will euch jetzt einfach mal meinen Rechner zeigen, beziehungsweise im Anschluss auch meinen Arbeitsplatz, wie ich hier so arbeite und wo. Und wir wollen einfach mal loslegen. Und zwar drehe ich mich jetzt einfach mal so und ihr seht schon, er passt gar nicht so richtig drauf. Ich muss runterrutschen. So. So, also das ist so mein Rechner. Das ist ein bisschen komplex. Das war, ist jetzt die Hand. Aber ihr seht, also das ist so mein Lüfter. Das ist der Moon 4. Das ist die Sapphire R9290 Tri-X, welche angesteuert wird von einem 660 Watt Netzteil mit einem i5 hier darunter, da so hinten hin, und ich kann es jetzt glaube ich nicht so genau zeigen, aber da ist so 16 GB RAM von Black Dragon, also schon richtig cooler RAM, finde ich, vor allem auch leistungsstark, mit einem H97 oder 87, aber H87 G43 Gaming Mainboard von MSI. Dann dazu kommen hier einmal die WD, also Western Digital Blue, mit 1 TB als normale Spielefestplatte. Darunter die Seagate Barracuda mit 2 TB als Aufnahme- und Wiedergabeplatte von fertig gerenderten Videos. Und hier ganz unten drunter, da seht ihr es noch, wartet, da ist noch eine Samsung Evo 840 mit 250 GB. Also schon ein Schlachtschiff. Und hier oben natürlich 2 Laufwerke. Damit man parallel was installieren kann. Und als kleines Gimmick habe ich hier einmal im Gehäuse bis da hinten hin eine schöne LED-Leuchte verlegt. Ja, die habe ich auch hier auf dem Gehäusedeckel, welcher auf der Vorderseite, auf der linken, durchsichtig ist. Und damit wir das jetzt auch noch einmal von vorne sehen, das ganze Prachtstück, sieht das so aus. Also es hat Platz für, wartet mal, jetzt will ich nicht lügen. Deswegen kann ich in die Klappe ausbauen. Also es können 4 Laufwerke eingebaut werden, insgesamt zusätzlich. Hier unten ist der Platz reserviert für Festplatten. Hier hinter ist noch ein Lüfter, der leuchtet schön. Passend zur LED-Leiste, die hier so drin ist. Und auch zu dem hinteren Lüfter, der durchsichtig ist. Leuchtet das alles ganz nett. Ich mache den jetzt einmal an. Könnte etwas lauter werden, weil er dann startet. Und ihr seht, es leuchtet blau. Mama, es leuchtet blau. Ja, normalerweise habe ich jetzt das ganze Licht hier aus. Ich habe Licht an, damit ihr was sehen könnt, genau wie da. Und sonst würde ich nämlich kaum zu sehen sein und der Rechner auch nicht. Und deswegen möchte ich jetzt mal so schön blau. Mir sieht das ein bisschen blöd aus, weil die LEDs von unten noch reinleuchten, aber ich bin blau. Ja, muss jetzt mal sein als kleines Gimmick. Und ihr seht, so sieht das ganze Ding jetzt im Beibetrieb nochmal aus. Also hier der hintere Lüfter, da der Moon 4 als CPU-Kühler. Ein sehr starker und relativ leiser CPU-Lüfter. Und dann habe ich ja gesagt, ist hier vorne noch einer drin. Den seht ihr jetzt hier so blau leuchtend da. Über 3 Einschübe für die Festplatten. Eingesetzt ist er natürlich zwischen, wartet, ich zeig's, zwischen Rahmen und Verdeck ist er hier eingesetzt worden. Platzsparend natürlich, und die ganzen Kabel und sowas, die sind hier auf der Rückseite, weil das Ding hat ein Kabel-Management-System. Das will ich jetzt nicht aufmachen für euch, denn da seht ihr so das Ganze, was da nicht rein soll. Wie jetzt zum Beispiel, also dieser Kabelbaum da, seht ihr den überhaupt? Außer blau, da. Den Kabelbaum, der geht irgendwo nach da hinten und kommt dann zum Beispiel da raus und nochmal da unten raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gesehen habt, deswegen schon mal Entschuldigung.
Und der versorgt halt alles hier im Rechner. Und ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut. Mach den Rechner in seine ursprüngliche Position, und zwar unter meinen Tisch hier. Da, unten drunter. Da seht ihr auch schon die Kabel und sowas. Da kommt er jetzt wieder drunter und ich habe meine Arbeitshose an. Ja, ich habe eben gerade wieder am Rechner was geschraubt und geguckt und sonst was gemacht. Und zwar nämlich die LED-Strips, die untere hier eingebaut. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber es geht doch, weil das einfach klebend ist. Das ist praktisch. Hier, guckt. Total flach und easy. Ich baue jetzt den Rechner auf und wir sehen uns gleich wieder. Also haut rein, bis gleich. So, da sind wir auch am Arbeitsplatz endlich angekommen. Und ihr seht, jetzt muss ich erstmal kurz wieder das drehen. So, das ist so mein Arbeitsplatz, den ich hier so habe und benutze. Wir fangen einfach mal an. Und das Schmuckstück da ist das Auna MiG 900B in Silber. Mit einem Popschutz hier und einem Ständer mit Kabel, USB-Kabel. Ja, ich habe extra darauf geachtet, dass es ein USB-Kabel ist und kein XLR. Dazu dann, weil Aufnahme braucht ja auch Wiedergabe, das Logitech GG, Logitech Z506 5.1 Boxsystem. Da ist der Center, da ist der linke, da ist der hintere linke und dahinter, hinter dem Stapel ist irgendwo der rechte. Passend dazu dann natürlich der Subwoofer da. Bitte schön da, so zu sehen. Dann hier den Rechner, bevor ich hier einfach mal weggehe. Leuchtet schön blau, relativ leise halt. Den Kabelbaum seht ihr ja da hinten. Und weiter geht's mit Bildschirm 24 Zoll, Acer Monitor, da halt mein Hauptmonitor, wo alles drauf läuft. Dann hier ein was ist denn das? LG Flatrom 22 Zoll, wo halt meine Ordner sind, Taskmanager und sowas nebenbei offen, also das Wichtigste. Dann geht's weiter hier, so fangen wir links an, da meine Ersatztastatur, halt für Laptop oder halt meinen Rechner. Noch eine Gaming-Maus, ein Gaming-Headset von Logitech, das G230. Dann der Xbox-Controller hier so schön extra mit Kabel zum Hoch- und Runterziehen, wenn das mal mitfällt. Mein Trinken, sehr schönes Wasser. Dann da hinten sind Festplatten, drei Stück. Meine aktuelle Gaming-Tastatur, die G105 von Logitech. Meine Maus, das ist eine Technet 6D Gaming-Maus oder wie die genau heißt, weiß ich nicht. Dazu dann natürlich ein Mouseset, diesmal von Rocket. Ja, ich bin so quer gemischt. Und das war's eigentlich so von der Übersicht. Von meinem Arbeitsplatz natürlich da hinten Regal, Schrank. Da oben ist der Karton von meinem alten Bildschirm. Da drüber ist die Verpackung von der Tastatur. Und hier so Schreibkram und sowas, Schulsachen, ist ja egal. Ein Rechner, ein Bett. Die Lampe, also Lampe, Tischlampe und dazu dann natürlich die Großlampe, Fenster, da und Schrott. Da drinne ist, da, so, da ist Schrott drin. Ja, da ist Schrott. Ja, dann der Karton vom 5.1 Boxensystem, mein Regal, meine Jacke, mein Schal und meine Mütze. Ja, ganz wichtige Mütze. Gut, Frühlings, Winter, Herbst. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Jedenfalls wisst ihr jetzt wieder mehr zu dem Thema. Wie sieht es bei mir aus? Was hat mein Rechner? Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare bitte, was ihr schön fandet, was ihr ändern würdet oder falls ihr was fragen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich antworte und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich, haut rein, bis dann und ciao!